Vor gut einer Woche wurde in Reform der Planetenlehrpfad eröffnet. Absoluter Höhepunkt war die allererste Drohnenshow Magdeburgs, die wir uns natürlich nicht entgehen ließen. Zuvor wurden aber erst einmal alle LED-Leuchtelemente an den Laternenmast im Neptunweg angebracht, die Gehwegplatten mit den Abbildungen und Daten der Planeten in den Fußweg eingelassen und vorne an der Leipziger Chaussee ein Begrüßungselement in den Boden eingebracht, der auf den Planeten Leerfahrt hinweist. Der bildet unser Sonnensystem im Maßstab 1 zu 5 Milliarden ab. Das heißt, ein Meter auf dem Fußweg entspricht rund 5 Milliarden Metern oder 5 Millionen Kilometern im All. Start mit der Sonne ist vorne an der Straße B. Rund 900 Meter weiter am Ende des Neptunweges findet man den Zwergplaneten Pluto. Später sollen noch Hinweistafeln zu den Planeten angebracht werden. Fast 2 Jahre lang haben die Mitglieder des Bürgervereins Reform für ihren großen Traum gearbeitet und Spenden gesammelt. Die Eröffnungsveranstaltung begann mit einem Lampion-Umzug an der Lindenhochschule und mit dem Blasorchester Angern. Dabei wurden nach und nach alle leuchtenden Planeten angeschaltet. Seitdem sind sie mit den Laternen gekuppelt und leuchten verschiedenfarbig auf, sobald die Laternen angehen. Auf dem Gelände der Kirche St. Adalbert fand die offizielle Veranstaltung statt, bei der alle 61 Spender namentlich verlesen wurden. Spenden gab es auch von der Sparkasse, der MWG-Stiftung und Reformer Unternehmen. Die Galaxis-Band Let's Dance steuerte kosmische Live-Musik bei. Die Zwischenzeit bis zum Höhepunkt konnte man sich mit gegrilltem Zuckerwatte und Getränken vertreiben, was nicht ganz einfach war bei dem Andrang von mehreren hundert Magdeburgern. Kurz nach 8:30 war es dann soweit. Die erste Magdeburger Drohnenshow begann. Ohne die großzügige Unterstützung vom Bördepark und der Sparkasse wäre die nicht möglich gewesen. Alleine hätte der Bürgerverein das finanziell nie stemmen können. Gut 10 Minuten leuchteten die 50 ferngesteuerten Drohnen am Reformer Abendhimmel auf und zeichneten verschiedene kosmische Elemente in die Dunkelheit, bevor ein Feuerwerk die Veranstaltung beendete. Applaus des Publikums belohnte die Macher. Lassen Sie sich noch ein paar Augenblicke von den Drohnen und ihren Bildern verzaubern. Thank you.